Hallo ihr Lieben da draußen, ich habe mich gerade in meinen Garten eingefunden. Es ist immer noch super schönes Wetter. Letzte Nacht allerdings war es frostiger und deswegen ist natürlich ein bisschen frischer und ich mache auch mal zwischendurch so, um meine Hände warm zu halten. Ja, es ist so, warum bin ich hier? Warum mache ich das Video? Im Grunde genommen möchte ich ein bisschen auf was hinweisen, beziehungsweise ein bisschen vermitteln an euch. Ich habe ja natürlich schon Videos gedreht für diese Jahreszeit, was so im Garten an Aufgaben auf euch warten kann, was ihr da so machen könnt. Von der Aussaat über Beete vorbereiten, über das, was ihr euren Beeten Gutes tun könnt. Da gibt es ja jede Menge. Und ich werde mal unter diesem Video ein paar davon verlinken, die ich persönlich besonders gut fand. Auch ein bisschen was zur Inspiration, gerade für so, ja, für alle Gartenanfänger da draußen. Bei mir sieht es ja so aus, fangen ja hier teilweise bei Null an im Garten. Wer es verpasst hat, überhaupt was wie alles los ist, bisschen in der Vergangenheit bei mir stöbern gehen. Sommer, Herbst war ja einiges und ja, habe auch ein separates Video zuletzt gemacht, warum es jetzt hier doch weitergeht. Ein kleines kurzes, ein Shorts-Video und ja, aber jetzt kann es wieder ein bisschen ausgedehnter werden. Und ich habe gerade gesagt, Aussaat. Ich kann euch jetzt noch ein bisschen was mitgeben. Ausgesät habe ich zum Beispiel schon verschiedenste Spinatsorten. Dann war auch schon Salat Maikönig dabei. Die dicke Bohne ist schon rausgekommen. Karotten sind schon rausgekommen. Da habe ich auch verschiedenste hier. Ja, und ergänzend dazu habe ich so ein bisschen auf dem Zettel jetzt Zwiebeln, habe ich zwei verschiedene und meine Eiszapfenradieschen, meine Lieblinge. Wobei ich sagen muss, ich bin ja im Garten nicht allein. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall den Flo auch wieder zur Hilfe. Der hat auch schon ein Beet angelegt. Das werde ich heute euch jetzt nicht zeigen. Anstattdessen, damit ihr wenigstens ein bisschen was von meinem Garten sehen könnt, wird nochmal zurückgespult zum, ja, ich glaube im Spätsommer war das letztes Jahr. Da habe ich hier noch quasi, für mich war das so ein bisschen Abschiedsvideo gedreht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen windig gerade, ich ziehe es jetzt aber durch. Ja, und dann bin ich hier überall nochmal rumgegangen und habe ein Video gedreht zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, dass ich vielleicht nicht mehr wiederkommen kann. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Das war eigentlich nur für mich, das war gar nicht für YouTube gedacht oder für meine anderen Plattformen. Ja, aber darf euch noch ein bisschen erfreuen. Ja, die Gräser sind ein bisschen länger in dem Video, aber ansonsten ist es wunderschön. Ich zeige quasi jede Ecke im Garten einmal. Und ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit. Und einen Gartenrundgang gibt es dann demnächst auf jeden Fall. Hab mir da was vorgenommen. Aber jetzt das Video erstmal. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, Garten.
So, ich hoffe, die Videoausschnitte haben euch nochmal irgendwie Freude bereitet und haben mal so ein bisschen Stand der Dinge, wie es zuletzt war, bevor ich jetzt wieder angefangen habe, wie es so um den Garten stand. In der Zwischenzeit ist noch einiges mehr passiert, auch von Vandalismus über, also hier Außenküche eintreten und Ernteklau und wurde hier gefeiert, mit Alkoholflaschen hier gelassen und so weiter. Ich habe halt bemerken dürfen, dass hier auf jeden Fall regelmäßig jemand ist, auch jetzt wieder zuletzt. Damit muss ich leben, ja. Also sei gegrüßt da draußen, falls du mir zuschaust. ja, nicht so schön ist, wie es ist. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal von irgendwem so eine Kamera geliehen kriege, damit ich hier mal die Person schnappen kann, die sich hier aufhält, beziehungsweise mir im Gespräch suchen kann. Ja, mal schauen. So, es wird immer weniger. Ich freue mich, dass wieder ein bisschen was raus ist und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit weniger Wind, mit Mikro wieder dran. Ein schöner Gartenrundgang. Zeige euch einmal schonungslos, was los ist. Dann gab es Sturmschäden, habe ich nämlich vergessen. Sturmschäden gab es auch jede Menge. Ja, und so Step by Step wird das hier wieder schön. Kann man so ein bisschen im Hintergrund noch sehen. Jo, in diesem Sinne bin ich da mal raus. Bis zum nächsten Mal und weg. Tschüss.